Sagen Sie mal, Henry, wieso wollen Sie Mr. Schmidts Assistent werden? Er ist mein Held. Ich weiß einfach alles über ihn. Möglicherweise Stalker? Und warum halten Sie sich für qualifiziert? Ich habe wie er die Highschool mit 16 Jahren abgeschlossen. Dann habe ich die 4 Jahre Informatikstudium auf Harvard in 2 Jahren geschafft. Währenddessen habe ich ein Internet-Startup-Unternehmen gegründet und werde in 2 Semestern promovieren. Also, kein Doktortitel. Ich werde Ihnen etwas über Walden Schmidt sagen, was Sie vielleicht noch nicht wissen. Er ist zum Beispiel ein Genie. Das weiß ich. Fällt einem ins Wort. Er denkt auf andere Weise als wir. Ständig beschäftigt sich sein Geist mit etwas. Immer wenn er den Mund aufmacht, kommt etwas Weltbewegendes dabei heraus. Das neue Klopapier, das du gekauft hast, ist gigantisch, Alan. Als würde man einen Regenbogen runterrutschen. Nur, dass in dem Topf am Ende kein Gold ist. Wenn Sie sowas Wertvolles hören, Junge, dann müssen Sie es notieren. Verzeihung, wer ist das? Oh, das ist Henry Johnson. Er bewirbt sich für den Assistentenjob. Assistentenjob? Hi, Mr. Schmidt. Es ist so eine Ehre. Blickkontakt. Schon okay, Henry. Es ist nicht okay. Alan, können wir kurz reden? Kein Problem, Mr. Schmidt. Hi, war das Ihr Ernst? Sieht nicht gut aus, Hank. Was gibt's? Wie kann sich Henry bei dir als mein Assistent bewerben, wo du doch vor kurzem mein Assistent geworden bist? Oh nein, nein, er bewirbt sich als mein Assistent. Dein Assistent? Als Praktikant eigentlich. Er kostet uns keinen Penny und kann all die Schmutzarbeiten machen, die ich nicht machen will. Wie wär's, wenn ich ihn gratis beschäftige und mir den Mann in der Mitte spare? Und falls das zu schnell für dich war, du bist der Mann in der Mitte. Aber ich bin der Mann fürs große Ganze, indem ich Henry jetzt ins Team Schmidt einführe. Langsam, langsam, langsam. Team Schmidt? Ja, ich lass schon T-Shirts machen. Henry macht das. Wir haben auch einen Slogan. Kein Bull Schmidt. Schmidt happens. Du bist ein Paraschmidt. Ich wollte dich als Assistenten, um dir finanziell zu helfen, weil du deine Chiropraktikerpraxis zumachen musstest. Ich hätte sie nicht schließen müssen. Ich war in einem Mieterstreit. Bloß wegen eines Mieterstreits muss man nicht seinen Tod fingieren. Oh, ich gehe hin. Sie sehen heute gut aus, Boss. Wir haben anscheinend so gutes Klopapier, damit mein Hintern sauber ist, wenn er reinkriecht. Oh, mein 12-Uhr-Termin kommt wohl zu früh. Jemand, der den Job wirklich will, wäre schon längst losgerannt. Zu spät, Harvard. Hallo? Hi. Sind Sie Alan Harper? Ja, der bin ich. Und Sie wären? Deine Nichte. Das ist... Henry? Ja? Fangen Sie mich auf. Verzeihung, sagten Sie gerade, Sie wären Charlies Tochter? Ja. Hör zu, ich hab einen scheiß Kater. Habt ihr kein Aspirin, Ibuprofen, Rum, Scotch, Tequila, Wodka? Ja, kommen Sie rein. Henry, holen Sie ihr ein Aspirin und Wodka. Geht klar. Die Küche ist dort. Verdammt! Ich kann's gar nicht glauben. Ich meine, ich kann schon, aber ich kann nicht. Ich meine, wie ist das passiert? So viel ich von meiner Mom weiß... Können wir mal das Licht ausschalten? Das ist die Sonne. Genau. Ich hasse die Sonne. Es ist, als würde Gott dir sagen, du bist Alkoholikerin. Jedenfalls hat meine Mom gesagt, es wäre Liebe auf den ersten Blick gewesen. Sie lernten sich in einer Bar kennen, gaben sich die Kante und hatten Sex auf dem Herrenklo. Es war wie in einem verfluchten Disney-Film. Pussy und Strolch. Wo besorgt denn der Junge den Wodka? In Polen? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber woher soll ich wissen, dass Sie wirklich Charlies Tochter sind und mich nicht irgendwie übers Ohr hauen wollen? Ich habe ein Foto, wo wir drauf sind. Irgendwo hier drin. Na sowas. Meine Vagina. Oh, das ist gar nicht meine. Das da ist meine. Da ist es ja. Es wurde an meinem 4. Geburtstag gemacht. Nur zur Vorsicht, ich muss mich vielleicht übergeben. Wo ist das Badezimmer? Gleich den Flur runter. Vielleicht geht's auch gut, aber ein Plan B ist auch was wert. An dem Geburtstag habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Später hat er nur noch Schecks geschickt. Er hat Schecks geschickt? Ja, meine Mom hat ihn von mir fernhalten wollen. Aber er hat immer gut für mich gesorgt. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Ich meine, ich bin sein Bruder, sein Blutsverwandter. Waren die Schecks groß? Ja, habe jeden Monat einen bekommen. Schwein!
Meine Mom hat mich einfach Spätzchen genannt. Dieser Henry ist ja Wahnsinn. Er hat in der 5. Klasse einen Buchstabierwettbewerb gewonnen. Und? Ich nicht. Wer ist das? Henrys Assistentin? Morgan, das ist Jenny, meines Bruders Tochter. Echt? Hi. Hi. Ich hab gar nicht gewusst, dass Charlie eine Tochter hat. Das wusste ich auch nicht. Er hat ihr Schecks geschickt. Fette Schecks. Das ist ja Schnee von gestern. Jeden Monat. Hey, bin ich etwa auch verwandt mit dem Abercrombie & Fitch-Typen da? Nein, mir gehört nur das Haus. Oh, ich dachte schon, das wäre Allens. Denkt er auch. Also, erzähl uns doch ein bisschen mehr von dir. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich stamme aus New York, wurde von verschiedenen Privatschulen gefeuert, wollte mal Ärztin werden, um meiner Mom zu gefallen, bin aber Schauspielerin geworden, um sie zu nerven. Da werden Erinnerungen wach. Dein Vater liebte Schauspielerinnen. Ja, ich wollte auch nur Ärztin werden, um mir mein Oxycodon selbst zu verschreiben. Oh, dein Vater liebte Oxy. Verzeihung, dass es so lange gedauert hat. Hier Ihr Wodka und 2 Aspirin. Gott sei Dank. Ihr habt mich geirrt, muss mal eben kotzen. Ihr Vater liebte Kotzen. Und dann hat meine Mom diesen Vollloser namens Rob geheiratet. Da war ich etwa 5. Er ist bei uns eingezogen, war zu faul zum Arbeiten und hat sich von da an bei uns durchgeschnurrt. Wer macht denn sowas? Und seit wann bist du in L.A.? Seit ein paar Wochen. Du hast wirklich eine Wohnung? Sagte er sehr wohl wissend, dass sie eine Harper ist. Ja, ich knacke bei Freunden zu Hause. Ist ja toll. Freunde sind was Tolles. Verschaff dir ein paar Freunde, Alan. Dann wohnt nur ihr beide hier? Mein Sohn, dein Cousin Jake, hat auch hier gewohnt, bevor er zur Army ging. Er macht Dienst in Japan. Ah, ist ja voll beeindruckend. Und wegen der Zeitdifferenz denkt er, er lebt in der Zukunft. Wenn wir ihn anrufen, kann er mir vielleicht sagen, wann ich den Kater loswerde. Und du hast doch eine Großmutter. Oh, ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Wenn sie hört, dass sie eine Enkelin hat, kriegt sie sofort einen Herzinfarkt. Ich rufe sie gleich mal an. Das war das Zimmer deines Vaters. Wow. Ich habe mir immer überlegt, wie mein Vater wohl gelebt hat. Komisch, das endlich zu sehen. Hab ihn nie getroffen, aber wie ich hörte, war er super drauf. Ich hab gehört, er war ein versoffener Lustmolch. Wie gesagt, super drauf. Alan und du, ihr schlaft hier zusammen? Was? Nein. Nein, 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 nein. Wir sind nicht... Ich bin nicht... Du denkst... Wirklich, du denkst, ich finde keinen besseren als Alan? Keine Ahnung. Vielleicht hat er einen riesen Dödel. Wir sind kein Pärchen und sein Dödel ist... Was nicht schlimm ist, die Größe ist unwichtig. Nicht, dass ich hinsehen würde. Ich bin nicht schwul. Und wieso wohnt er dann noch hier? Na, am Anfang... Und dann... Ich habe keine Ahnung. Also, hier hat dein Dad geschlafen. Die Matratze ist neu. Und ich habe die Teppiche und die Vorhänge ausgewechselt und so ziemlich alles, was Flüssigkeiten aufsaugt. Wenn die Wände reden könnten. Dann würden sie wohl sagen, kriege ich ein Handtuch? Ich wünschte, es gäbe mehr, was Charlie hinterlassen hat. Also abgesehen von Alan. Tja, also... Mein Dad hat genau hier gestanden, mit diesem Blick aufs Meer. Ich frag mich, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ich frag mich, was er gedacht hat. Mal abgesehen von, wie kann ich diese 2 süßen Surferhäschen da hinten nageln? Jetzt muss ich's auch denken. Oh. Aber die Wahrheit ist, was Frauen betrifft, bin ich immer nur für Gelegenheitssex gut genug. Und immer, wenn ich einer näher komme, zieht sie sich von mir zurück und ich verkriech mich hier in dem Zimmer und denk darüber nach, wo wieder mein Fehler lag. Allein. So allein. Ah ja. Du bist nicht schwul. Mom, ich habe Neuigkeiten für dich. Setz dich erstmal hin. Okay, setz dich auf, wenn du ihn runtergeschubst hast. Ich weiß, es ist bestimmt ein Schock für dich, aber es hat sich herausgestellt, dass Charlie eine Tochter hat. Mom? Mom? Bist du tot? Oh, gut.
Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es verrückt ist. Sie ist gerade hier im Haus. Am besten, du kommst gleich rüber. Gut, bring's erst zu Ende und dann komm rüber. Gute Neuigkeiten, meine Mom ist auf dem Weg hierher. Das habe ich bis jetzt noch nie gesagt. Wow, eine Instant-Familie. Onkel, Großmutter, Typ an Treppe, der heiß ist. Ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Typ an Treppe, der heiß ist, passt. Jetzt fehlt nur noch mein Dad. Eigentlich ist er auch hier bei uns. Komm mal mit. Wo willst du denn hin? Seeleute werden doch auf See bestattet, nicht? Ja. Ich habe Charlie in der Hausbar bestattet. Mal sehen. Johnny Walker, Jack Daniels, Charlie Harper. Auf den Fotos hat er aber anders ausgesehen. Charlie, das ist deine Tochter Jenny. Hi, Dad! Ist das für euch genauso unheimlich wie für mich? Ja, für mich schon. Fast so unheimlich, wie wenn wir ihn ins Kino mitnehmen. Charlie, ich wünschte, du wärst hier und könntest sehen, wie wundervoll deine Tochter geworden ist. Du wärst sicher beeindruckt. Ich denke oft an... Oh, nicht schon wieder. Den saug ich auf keinen Fall auf. Oh, na sowas. Ein $0,25. Unfassbar. Selbst bei den Toten schnorrst du noch. Noch ein. Ja, Sie sind Charlies Tochter. Sie kommen mir nicht überrascht vor. Ich bin nur überrascht, dass nicht noch mehr von Ihnen hier rumrennen. Gott. Ich hab Ihren Dad geliebt. Ich weiß noch, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen hab. Er hat mich gefragt, ob ich drei Dinge kann. Kochen, waschen und um 2 Uhr nachts 4 Gramm Koks besorgen. Vom Kochen und Waschen verstehe ich nichts, sagte ich. Seitdem bin ich hier angestellt. Sie haben doch bestimmt eine Geschichte von Charlie, die nichts mit Drogen zu tun hat. Okay, es war damals beim Mardi Gras. Und nichts mit Alkohol. Na schön. Vor Jahren war Charlie mal in Vegas. Und nichts mit Nutten. Also jetzt binden Sie mir wirklich die Hände. Okay, jetzt weiß ich's. Es war am Silvesterabend. Und Charlie war nicht voll bis unter die Hutschnur. Er war mit einer Verrückten zusammen, die keine Nutte war. Und er beschloss, seinen Schließmuskel zu bleichen. Augenblick mal, was? Wieso? Weil Frauen ihm sehr wichtig waren. Unglücklicherweise kriegte er eine Infektion. Und weil es so weh tat, musste ich ihm etwas Wundsalbe draufschmieren. Tut mir leid. Er fehlt mir eben nur so furchtbar. Gott hat mir den falschen Harper genommen. Na, wo ist denn meine Enkelin? Wird sie gerade ein bisschen kälter? Oh mein Gott. Sieh nur einer an. Mom, das ist Jenny. Jenny, das ist Evelyn. Du bist ja wunderhübsch. Du erinnerst mich an mich vor 10 Jahren. Dein Vater war mir wertvoll wie mein Augapfel, mein größtes Geschenk. Er gab meinem Leben einen Sinn. Hallo? Hallo, Alan. Es ist unglaublich für mich. Endlich habe ich ein Enkelkind. Du hast doch schon eins, Jake. Oh, klar. Ja. Also, Jennifer. Eigentlich Jenny. Schätzchen, du bist nicht mehr 12. Du heißt Jennifer. Wir werden einen irren Spaß zusammen haben. Lunchen, shoppen und uns um deine Augenbrauen kümmern. Wo wohnst du denn, solange du hier bist? Ich schlaf bei Freunden auf der Couch. Jetzt nicht mehr. Du wohnst bei mir. Ach, ich liebe dich, Evelyn. Moment, wenn sie irgendwo wohnt, dann wohnt sie ja wohl bei mir. Und mit bei mir meinst du da die Praxis, für die du keine Miete mehr bezahlst? Oder das Haus, für das du bis jetzt noch nie Miete bezahlt hast? Ich lasse nicht zu, dass meine Mom sie kaputt macht, wie mich und Charlie. Hey, ich war eine gute Mutter. Weißt du, wer eine gute Mutter war? Adela, unsere Putzfrau. Sie hat mir die Brust gegeben. Das hat sie nur, weil sie gerade Mutter geworden war. Und wenn der Milchlaster vorm Haus hält, fährt man nicht weg, um Milchtüten zu kaufen. An mir hast du nur rumgenagt. Du bist ein Nager. Knack, 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 knack. Sie schläft in Jakes Zimmer.
Immer langsam. Ich will nicht, dass Jakes Zimmer jetzt einfach Jennys Zimmer wird. Und außerdem, es gibt weder Jakes Zimmer noch Jennys Zimmer. Es gibt nur noch Waldens Zimmer und Charlies Zimmer. Wie wär's, wenn sie einfach entscheidet? Ja, hören wir auf sie. Hört hier vielleicht irgendjemand, was ich sage? Jennifer! Wo ist sie denn hin? Das hast du ja toll gemacht, Alan. Und wieder ist deinetwegen eine Frau weggelaufen. Darf das denn wahr sein? Was habe ich ihr getan, dass sie so einen Hass auf mich hat? Knack, 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 knack. Oh. Was, du auch? Verdammter! Oh, 5 Cent. Das ist doch lächerlich. Die finden wir nie wieder. Ich verstehe nicht, warum sie einfach weggerannt ist. Da wüsste ich 2 Gründe. Erst habe ich meinen Charlie verloren und jetzt meine Jennifer. Du hast doch noch deinen Alan. Ach, mach's nicht noch schlimmer. Nack, 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 nack. Oh Gott, meine Enkelin ist für immer verschwunden. Da ist sie, da an der Bushaltestelle. Oh Gott, meine Enkelin fährt mit dem Bus. Jenny, was hast du denn vor? Ich will möglichst weit weg von euch. Wisst ihr, ich wollte nur sehen, wo mein Dad gewohnt hat. Ich wollte nicht eure Familie kaputt machen. Fürs Protokoll, die war schon lange kaputt, bevor du herkamst. Das ist wahr. Hey, wenn ich kaputt bin, bist du dran schuld. Du hast mich aufgezogen. Das war nicht ich, das war Adela. Also, ich habe schon eine komplett kaputte Familie. Noch eine ist zu viel für mich. Oh, tut uns leid. So drücken wir nur unsere Liebe aus. Durch Hass. Oh, nein, nein, nein. Wir hassen uns nicht. Ich meine, die Wahrheit ist, meine Mutter ist eine außergewöhnliche Frau. Sie hat alleine 2 Kinder großgezogen, ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ihr Geschmack ist unfehlbar. Danke, Alan. Genau, ja. Und Alan ist der Grund, warum ich mich habe sterilisieren lassen. Weil sie wusste, nach mir kann nichts Besseres mehr kommen. Bitte, Schätzchen, ich habe dich doch gerade erst gefunden. Ich kann dich nicht schon wieder verlieren. Wir wollen, dass du Teil unseres Lebens wirst. Was sagst du? Wenn ich Teil eurer Familie werden soll, dann brauche ich erst mal einen Drink. Hast du gehört, Charlie? Deine Tochter braucht einen Drink. Er ist nicht da oben, Mom. Trinken wir auf Charlie Harper. Mein Bruder, dein Sohn, dein Vater und deinen Hausvorbesitzer, der unter eine U-Bahn gekommen ist? Tut mir leid. Schon gut, ich habe ja die Maklerprovision. Auf Charlie. Also, hat da im Herrenklo das Wunder meines Lebens angefangen? Genau da. Willst du mal sehen? Klar doch. Dann schicke ich meiner Mom ein Foto davon. Vielleicht gibt sie mir Geld wegen ihrer Schuldgefühle. Ich gebe dir Rückendeckung. Hey, alle Mann raus! Lady besichtigt das Örtchen ihrer Zeugung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, endlich eine Erbin zu haben. Oh. Wie bitte? Sie ist meine Enkelin. Ich will für sie aufkommen. Und weil ich die ersten 25 Jahre ihres Lebens nicht für sie da war, ist es nur gerecht, dass sie Erbin meines Vermögens wird. Du warst für mich meine ersten 45 Jahre nicht da. Aber du hast Walden. Ach ja, wirklich? Siehst du einen Ring hier am Finger? Keine Sorge, mein Schatz. Eine Kleinigkeit ist auch für dich in meinem Testament. Eine Kleinigkeit? Hör zu. Wenn du wüsstest, dass du alles erbst, hättest du mich schon vor Jahren mit einem Kissen erstickt. Das ist nicht wahr. Hätte ich gewusst, dass ich Geld erbe, hätte ich einen Profi engagiert. Na, wie lief's? Gut, hab geweint, hab gelacht. Ich hab gepinkelt. Na, sind Sie zufrieden? Noch ein Wunsch? Ja, wie wär's mit einer nüchternen Fahrerin, die uns zu seinem wunderhübschen Strandhaus fahren kann? Ich hab gleich Feierabend. Ich fahr euch. Sehr gut, danke. Die ist süß. Ich sag's doch. Mit einem Strandhaus in Malibu hast du immer Erfolg. Nein, nicht immer. Oh mein Gott, das Haus ist ja der Wahnsinn. Ja, es... ja. Und sieh sich einer die Aussicht an. Vom Schlafzimmer aus ist es noch besser. Willst du mal sehen? Klar. Nach dir. Immer hübsch langsam. Wo willst du hin? Ich will's dir zeigen. Ach, du dachtest... Oh, nein, nein, nein. Die gehört mir. Nächstes Mal besorge ich 2.
Was war denn das eben? Charlie ist wieder da. Guten Morgen. Nein, nein, der ist nicht gut. Ich habe im Gästezimmer meines eigenen Hauses schlafen müssen und ich habe noch was von deinem Bruder in meinem Ohr. Keine Sorge, ich sag Jenny heute Abend, dass dein Schlafzimmer tabu ist. Es gibt kein heute Abend. Aber sie gehört zur Familie. Aber nicht zu meiner Familie. Und ich werde sie aus dem Haus werfen. Morgen. Hi. Hattet ihr eine schöne Nacht? Oh ja. Ein wahres Wunder, dass ich noch reden kann. Was sagst du? Ach, halt den Mund. Wirklich? Müssen Sie das unbedingt jetzt machen? Wow, zum ersten Mal beschwert sich jemand darüber, dass ich im Haus zu viel Arbeit mache. Warum turnen Sie nicht auf der Terrasse? Weil das mein Haus ist. Ich kann rumturnen, wo ich will. Außerdem, wenn ich auf der Terrasse Yoga mache, rufen die Kids, ich wäre eine Tunte. Rufen Sie das nicht, weil Sie mit einem älteren Mann zusammen wohnen? Morgen. Morgen. Ein bisschen Yoga? Ja, ich versuche, einen klaren Kopf zu kriegen. Nun, da wir von Köpfen reden, Buddha steckt seinen gerade aus dem Tempel. Würde ich hier alleine wohnen, würde es nichts ausmachen. Richtig. Entschuldigung. Namaste. Was hat Namaste eigentlich zu bedeuten? Scher dich raus! Okay. Namaste sehen, was ich jetzt so alles mache. Konzentrier dich. Ich will Frieden. Ich will Gelassenheit. Ich will eine Mordwaffe. Hey, Alter. Entspann dich. Mach ein bisschen Yoga oder sowas. Was ist das? Eine ganzheitliche Katermedizin. Kohl, Weizengras, 3 Shots Tequila. Cheers. Ah, scheiß drauf. Ich bleib lieber volltrunken. Gott, Schätze, ich hatte gestern Abend ein paar Torten zu viel. Oh, du naschst wohl gerne. Ja, lassen wir das so stehen. Ist doch verrückt, hä? Kaum sind wir Jake los, haben wir schon wieder ein Kind an der Hacke. Ja, was meinst du? Wie sieht denn auf lange Sicht unser Plan dafür aus? Keine Ahnung. Ich dachte immer, wir verbringen gemeinsam unsere goldenen Jahre. Dass wir vielleicht das Strandhaus verkaufen, in die Wüste ziehen und in unserem Kaktusgarten Lust wandeln. Das hört sich ja ganz nett an, aber... In Partnerlook-Overalls früh zu Abend essen. Okay. Ich werde nicht im Overall... Also, versuchen wir es mal auf andere Weise. Was deine ach so romantischen Träume über unsere Zukunft angeht, wo ist da Jenny? Sie kommt zu Weihnachten, aber dann wollen wir auch wieder allein sein. Konzentrieren wir uns auf das Wort allein. Hausgäste zu haben ist wunderbar. Man freut sich, sie wiederzusehen, man legt die fluffigen Handtücher raus, man verkneift sich die Fürze, am Anfang ist alles schön. Aber irgendwann muss man furzen. Das machst du so. Du gehst auf die Terrasse, wirfst deinen Blick aufs Meer, wartest auf eine große Welle und wenn sie bricht, donnerst du los. Alan, ich richte mir einen Fitnessraum ein. Und entweder kommt er in Jennys Zimmer oder in Alans Zimmer. Du hast die Wahl. Die Schlampe muss weg. So, fertig. Ein Apple-Teenie für den Herrn hält den Doktor fern. Süß. Und was bitte hält Alan fern? Du. Touché. Und warum hast du mich gerufen? Ach, ich dachte, wir treffen uns vielleicht mal, um rauszufinden, was im Leben des anderen so läuft. In deinem Leben läuft nie irgendetwas, Alan. Okay, fang du an. Na schön, was läuft so? Ach stimmt, mein Freund Marty ist gerade bei mir eingezogen. Was? Ist das nicht etwas schnell? Er ist 91,5, bei dem läuft nichts mehr schnell. Und ihr schlaft im selben Zimmer? Falls du wissen willst, ob wir Sex haben, ja, das haben wir oft und sehr schmutzig. Guter Gott, der Mann sitzt im Rollstuhl. Was denkst du denn, warum? Nein, ich wollte wissen, ob dein Gästezimmer im Moment frei ist. Schatz, es wäre wunderbar, wenn du bei mir wohnen würdest, aber mit Marty ist es einfach nicht machbar. Nein, es geht um Jenny. Oh, Jennifer darf einziehen. Und warum sie? Warum darf ich nicht? Schatz, wenn du noch ein Kind wärst,
Wäre ich jetzt soweit, dir $5 zu geben, damit du endlich mal die Klappe hältst? Ich bin kein Kind mehr, Mom. Wie wär's mit 20? Nein, ich möchte eine Antwort. 40. Einverstanden. Also dann, ich verschwinde. Fühl dich bitte nicht als Fremde, Jenny. Ich meine, du bist zwar eine, aber das hat mich nicht davon abgehalten, dich hier wohnen zu lassen. Tja, und das hat mich nicht davon abgehalten, in deinen... Na, du wirst schon sehen, wo ich reingekotzt hab. Hast du auch alles? Ja, schätze schon. Da ist eine Tusse in meinem Zimmer. Tara, Tanja, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber er ist quer über ihren Hintern tätowiert. Jedenfalls, gib ihr das hier bitte fürs Taxi, wenn sie aufwacht. Und sagt ihr, dass ich, Mackenzie, sie sofort anrufe, sobald ich wieder zurück bin aus dem Kongo. Macht's gut. Mach's gut. Pass gut auf. Darf das wahr sein? Unfassbar, eine Harper hat dieses Haus freiwillig verlassen. Und sie gab mir freiwillig Geld. Hi, Alan. Lindsay, so eine Überraschung. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich wollte dich persönlich sprechen. Ja, klar, klar, komm rein. Sind wir allein? Nein, nie! Hi, Walden. Kann ich mit dir unter vier Augen reden? Klar, gehen wir in mein Zimmer. Ach, einen Moment noch. Okay, wir können... Das darf doch nicht wahr sein! Und, was gibt's? Au! Voll auf die Brustwarze! Ich bin stinksauer auf dich! Und wieso? Weil ich jetzt mit Larry zusammen bin. Er ist erfolgreich, klug, sieht gut aus. Gott, auf was für Typen stehst du denn? Ach, komm schon. Immer wenn ich mit ihm zusammen bin, träume ich von dir. Du hast mich ganz durcheinander gebracht. Ich habe einen Ständer, aber ich bin ganz durcheinander. Du willst, dass wir wieder zusammen sind? Ach Gott, nicht doch. Ich möchte nur mit dir schlafen. Wieso denn? Und wieso frage ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Klar doch. Verbotene Früchte sind so viel süßer. Weiter so. Pflück nur meine verbotene Frucht. Bring meine Kirsche zur Reife. Pflück meine Banane. Zerquetsch meine flaumigen Pfirsiche. In meinen Träumen? Ja. Sagst du kein Wort. Mach's gut, Walden. Mach's gut, Lindsay. Huh! ist es hier drinnen heiß oder hatte ich eben Sex? Seid ihr wieder zusammen? Noch besser. Sie will nicht das Geringste von mir, bis auf die alte Harper-Harpune. Hawaii! Na, kapiert? Alan, wie ist es überhaupt möglich, dass du Sex hast, ich aber nicht? Oh, offenbar hat ihr perfekter Freund Larry eine Achillesferse. Und zwar an seinem Penis. Wisst ihr vielleicht, wo Mackenzie ist? Sie ist in Cabo. Im Kongo. Sie ist nicht hier. Sie ist tot. Im Kongo. Sehr traurig, Tanja. Tara. Alyssa. Und? Evie hat mir erzählt, du willst Schauspielerin werden. Ich hab mir gedacht, mit meinem Vaterproblem entweder das oder Stripperin. Du hast die besten Voraussetzungen für beides. Sie haben ein gütiges Herz. Mein Herz ist im Müll gelandet. Das Baby gehörte einem betrunkenen Quarterback aus Alabama. Ran an den Feind! Weißt du, Marty ist eine Fernsehlegende. Er hat Hier kommt Pläschken erfunden. Die Serie ist echt der Hammer! Das war ein besäufenes Spiel im College. Immer wenn jemand gerufen hat, Pläschken, musste ich einen trinken. Ich hatte so viel betrunkenen Sex nur wegen ihrer Serie. Ich fand, die Serie war Mist. Aber mit dem Geld konnte ich meine ersten 6-7 Frauen aushalten. Und Pläschken? Ein Hermaphrodit. Einmal kommt er 3 Stunden zu spät. Und ich sag ihm nur, fick dich selbst. Und er, warum komme ich wohl 3 Stunden zu spät? Das war ein Witz, Schätzchen. Du darfst ruhig lachen. Ist das Ding an? Ran an den Feind!
Plushcan! Oh, ich brauche noch einen, Marty. Wieso nicht? Ich habe meine Leber von einem narkoleptischen vietnamesischen Rikscha-Fahrer. Abby, ein besseres Geschenk hast du mir noch nie gemacht. Ach, warum? Wir beide und Jenny und eine Handvoll kleiner blauer Pillen. Das ist, als wäre ich wieder im Ferienlager von 43. Marty, das Mädchen ist meine Enkelin. Weiß ich doch. Ich hatte in meinem Leben sexuelle Begegnungen, die noch dekadenter waren, als man sich vorstellen mag. Mutter, Tochter, Drillinge, Zwillinge, Pläschkin. Aber trotzdem noch nie die unerreichbare Großmutter-Enkelin-Kombination. Sie steht nur auf Frauen. Das wird ja immer besser. Aber Schatz, obwohl ich normalerweise deine unvergleichliche Verdorbenheit liebe, würde mir das zu weit gehen. Aber das mit mir und dem Klempner ging wohl nicht so weit. Du warst genauso scharf drauf wie ich. Ich war scharf auf seine Niere. Ist das aufregend? Eines anderen Mannes Bett, eines anderen Mannes Frau, eines anderen Mannes... Zu Hause, mein Gott! Ich weiß, es ist so schmutzig. Nein, 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 eben ist das Garagentor aufgegangen. Und hier kommt das Auto. Piep, piep. Nein, Harry ist zu Hause, du musst verschwinden. Was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt? Verstecke ich mich im Schrank oder unterm Bett? In Perücke und Kleid könnte ich so tun, als wäre ich eine Freundin von dir. Kletter aus dem Fenster. Oh, guter Einfall. Wow, wir sind ja oben. Oh, traumhafter Ausblick. Oh, ist das der Hollywood-Schriftzug? Ah! Was ist denn mit dir passiert? Auch das. Ich war mit Lindsay letzte Nacht im Haus ihres Freundes zusammen. Er kam früher nach Hause und ich musste aus dem Fenster springen. Alan Harper, der Herzensbrecher. Gefällt mir besser als Alan Harper, der Mitbewohner. Es macht so einen Spaß, nur wie ein Stück Fleisch behandelt zu werden. Es kümmert sie nicht, was ich denke oder was ich sage. Kann ich nachempfinden. Hey, da hätte ich mal eine Frage. Wie würd's dir denn gefallen, wenn du der arme Depp wärst, der betrogen wird? Ich war doch immer der arme Depp. Und wie hast du dich gefühlt? Grauenhaft. Aha, da hast du's, Larry. Du hast zwar deinen Spaß, Alan, aber früher oder später wird jemandem wehgetan. Da wurde schon jemandem letzte Nacht wehgetan. Bam, bam, bam! Na, kapiert? Lass uns von jetzt an davon ausgehen, dass ich kapiere, was du sagst und dass ich's nicht ausstehen kann. Also dann, keine Ohrhaare mehr. Du hast was vergessen. Du bist ein alter Schmutzfink. Wenn ich so ein Schmutzfink bin, wird's vielleicht Zeit für mein geliebtes Schwammbad. Achtung, Schwester Evelyn, bitte sofort bei Martys Sack melden. Mit einem Lufferschwamm. Können wir? Ich komme sofort, Schatz. Wo wollt ihr denn hin? Was ist mit Beheben? Wir die Panne, Marty ist in der Wanne. Ich komme bald wieder. Wir gehen nur in ein Spa. Ja, Marty, Sie werden sich freuen. Wenn sie zurückkommt, hat sie weniger Haare als Sie in ihren Ohren. Aber heute ist Kuschelabend. Ich bin um 8 wieder da. Das ist nach dem Sandmännchen, da schlafe ich schon. Ich mach's morgen früh wieder fit. Ich bin 91,5. Ich kann soweit nicht im Voraus planen. Das war umwerfend. Ja, weiß. Hast du mein Höschen gesehen? Du meinst das hier? Das darfst du behalten. Oh, danke. Wo willst du hin? Warum fragst du? Nach Hause. Wir sind fertig. Also nur wham, bam, thank you. Unglaublich potenter, aber dennoch sensibler Mann. Mach dir mal nicht in mein Höschen. Ich mein's ernst. Wir unterhalten uns nie. Weil wir nicht mehr zusammen sind. Ich dachte, das wäre okay für dich. Schon. Ich habe nur gedacht, wir könnten uns für das Leben des anderen interessieren. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Charlie eine Tochter hat? Wirklich? Ja. Toll. Dann kannst du dich ja mit ihr unterhalten. So schön. Was soll's? Ah, um Himmels Willen. Was willst du von mir? Das willst du wohl wissen. Sie kommt morgen zum Abendessen und da dachte ich, du würdest uns Gesellschaft leisten. Das ist wirklich dein Ernst? Ach, vergiss es. Na schön, ich will mal sehen. Wirklich? Ich versuch's. Oh, vielen Dank. Damit machst du mich glücklich. Toll. Also dann? Ich hätte mir einen Vibrator kaufen sollen. Hier, ihr Drink, Marty. So, wie Sie es gern haben. Scotch mit Flohsamen. Warum essen wir nichts? Wir haben fast 6 Uhr. Wo sind wir denn in Frankreich? Wir warten auf Alans Freundin. Ich dachte, er wäre Alans Freundin.
Nein, mir gehört das Haus. Das ist eine total verrückte Geschichte. Ich war am Strand und wollte... Interessiert mich nicht. Marty, sei bitte nicht unhöflich. Entschuldigung, ich bin unterzuckert. Aber es interessiert mich wirklich nicht. Unfassbar. Lindsay ruft mich einfach nicht zurück. Nicht mal auf eine SMS antwortet sie. Ich sag doch, dir wird wehgetan. Ich sag doch, dir wird wehgetan. Wisst ihr was? Ich werde sie abholen. Versucht nicht, mich aufzuhalten. In Ordnung. Okay. Jetzt, wo die Spaßbremse weg ist, hat jemand was gegen Gras? Ran an die Tüte! Ob Alan was dagegen hat, dass wir ohne ihn angefangen haben? Wer ist Alan? Wisst ihr, hier in diesem Haus habe ich Lucille Ball genagelt, glaube ich. Sie war mein zweitliebster Rotschopf. Danke. Was ist denn das? Es ist ja Nacht. Warum sitze ich denn noch hier? Wir sehen uns morgen wieder. Können Sie denn noch fahren? Keine Sorge. Wenn Sie zu Hause sind, geben Sie laut. Bin zu Hause. Dein Vater hätte diesen Abend genossen. Wir sind betrunken, Hai, und Alan ist nicht da. Wer ist Alan? Weißt du, was wir morgen machen? Wir gehen zur Polizei von Malibu. Die haben mehr Fotos von deinem Vater gemacht als ich. Schon wieder? Ich will zu Hause bleiben und nackt Monopoly spielen. Ich will lieber mit meiner Tochter weggehen. Enkeltochter. Oh bitte, niemand kauft mir das ab. Ich begebe mich jetzt ins Wohnzimmer, Evelyn, und schlage vor, dass du mich hinfährst. Wir sollten uns unterhalten. Bin gleich wieder da. Die Chancen stehen 50-50, dass er nicht mehr weiß, was er wollte. Wenn du über mich lästern willst, darfst du mir nicht vorher meine Ohrhaare schneiden. Er ist großartig. Wie es wohl sein mag, wenn man 91 ist. Ich glaube, dass man dort trocken ist, wo man vorher immer feucht war, und feucht, wo man vorher immer trocken war. Was hast du denn? Deine Enkelin drängt sich zwischen uns beide. Und nicht so, wie ich es gerne hätte. Weißt du, Marty, sie ist gerade erst in mein Leben getreten. Und ob du es glaubst oder nicht, ich war nicht immer die beste Mutter für Charlie oder den anderen da. Jennifer ist meine zweite Chance. Du musst dich entscheiden. Entweder ich oder die Kleine. Ich liebe dich wirklich, Marty, aber ich muss mich für meine Enkelin entscheiden. Darf ich dich daran erinnern? Ich habe 400 Millionen Dollar. Ich habe nicht gesagt, dass du aus dem Rennen bist. Es ist vorbei. Okay, ich habe geblufft. Du fehlst mir wirklich. Du fehlst mir auch, mein Geldschatz. Goldschatz. Vielleicht kann ich's wieder gut machen. Du kannst es wieder gut machen, wenn du es mir wieder gut machst. Irgendetwas sagt mir, dass Marty nicht darauf steht, dass ich bei Evelyn wohne. Was? Jeder wird doch wohl drauf stehen, wenn du bei ihm wohnst. Ach, wirklich? Ich bin mir sicher, dass ich bei Evelyn wohne, weil du was dagegen hast, dass ich bei dir wohne. Nein, aber vielleicht doch. Versteh schon. Du hast ja schon Alan. Da hast du recht. Hey, findest du, ein Overall würde mir stehen? Du siehst gut aus, egal was du trägst. Das liegt daran, dass ich gut aussehe. Aber ich tue so, als wüsste ich's nicht. Aber wenn's dir so wichtig ist, niemanden um dich zu haben, warum hast du dann einen Mitbewohner? Oh nein, Alan ist viel mehr als ein Mitbewohner. Er ist mein bester Freund. Ja, er war für mich da, als ich total alleine war. Hey, er hat mich sogar in meinem eigenen Haus aufgenommen. Deshalb sind er und sein bekiffter Sohn und seine notgeile Mom und dein toter Dad alle miteinander zu meiner Familie geworden. Zu meiner auch. Das heißt wohl, du gehörst auch allmählich zu meiner Familie. Oh, ich bin hier im Haus die einzige Person mit Eiern in der Hose. Ich finde dich toll, Jenny. Ich dich auch, Walden. Wenn du eine Torte wärst, würde ich dich total vernaschen. Oh, ich dich auch. Hey, du kannst hier immer unterkommen, wenn du von Evelyn mal eine Pause brauchst und von ihren 91,5 Shades of Grey. Echt jetzt? Klar doch. Eigentlich wollte ich mir einen Fitnessraum einbauen, aber
Ich will nicht auf einem Bock turnen, ich will eine Frau im Haus. Das wollen wir beide. Oh, jetzt verstehe ich, weil Bock und Bock Homo-Homonyme sind und du bist homosensationell. Es ist ganz schön still da drin. Sind sie vielleicht weg? Keine Ahnung. Mal nachsehen. Hätte ich bloß nicht nachgesehen. Was sie auch sagt, fang nicht an zu weinen. Du bist das große Los. Alan? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Du wolltest bei mir zu Abend essen. Ich sagte, ich will's versuchen. Und ich, dass ich nicht weine. Jetzt sind wir wohl beide Lügner. Also bitte beruhige dich erstmal. Larry ist doch hier. Soll er nicht hören, dass du mich wegwirfst? Dass ich nichts weiter für dich bin als eine männliche Nutte. Wir waren uns doch einig, dass es bloß um Sex geht. Verzeih mir, dass ich mich verliebt habe. Alan, wenn du nicht sofort abhaust, wirst du das hier nie wiedersehen. Ruf an, wenn's dir passt. Ich geh hin. Es ist bestimmt Lindsay auf der Suche nach einer Morgenlatte, um damit Feuer zu machen. Kapiert? Ich kapier schon, was du sagst. Nur kapier ich nicht, wieso du sowas sagst. Hallo? Mackenzie, du verlogene Schlampe! Oh oh. Von wegen Kongo! Lauf nicht weg! Hör auf, wegzurennen! Endlich fühle ich mich wieder zu Hause. Hi, Boss. Hast du einen Moment Zeit? Nein, ich sitze gerade an einem neuen Zugriffssteuerungscode für eine E-Commerce-Plattform. Ich komme aus der Zukunft. Ein hübscher Roboter. Hör zu, ich würde dich damit nicht stören, wenn es unwichtig wäre. Okay, dann mach schnell. Mein Spezialgebiet. Frag jede Frau, mit der ich zusammen war. Ich rufe sie alle beide an. Was ist? Mach dich bereit für deinen neuen Kaffeebecher. Oh. Was? Du wolltest doch neue Kaffeebecher für dein Büro. Was sagst du? Naja, da ist ein Loch oben und kein Loch unten. Passt. Danke. Was willst du als Beschriftung haben? Beschriftung? Du kannst wählen unter Kaffee, Käffchen oder Schwarz. Keine Ahnung. Schwarz. Gute Wahl. Obwohl, was passiert, wenn du einen einstellst, der Schwarz heißt? Die Versuchung, diesen Becher mitgehen zu lassen, dürfte relativ groß sein. Gut, schreiben wir Kaffee drauf. Gut. Kaffee im Becher und Kaffee auf dem Becher finde ich klasse. Gut. Oh, aber das will ich dir nicht vorenthalten. Käffchen fürs Schäffchen. Du weißt schon, wegen des Reims. Hör auf! Genau, genau. Du hast ja zu tun. Oh, nur noch eins. Oh, guter Gott! Alan, du bist mein Assistent geworden, damit ich mich um sowas nicht kümmern muss. Oh ja, ich weiß, aber ich will einen guten Job für dich machen. Du musst ihn dir jeden Tag ansehen und ich will nicht, dass du ihn hast. Das geschieht öfter mit Dingen, die ich jeden Tag ansehen muss. Na schön, eine letzte Frage. Willst du Becher für Linkshänder oder für Rechtshänder? Das soll wohl ein Witz sein. Nein, es gibt Leute, die trinken mit links, aber auch Leute, die trinken mit rechts. Ich ändere deinen Becher von der tollste Boss der Welt zu der schlaueste Boss der Welt. Okay, ich muss mal pinkeln. Oh, apropos, ich habe drei verschiedene Sorten Toilettenpapier für dich. Sag mir, welches du am besten findest. Ach, übrigens, das braune ist kein Witz. Morgen, stell mich als Assistenten ein. Nur wenn auf deinem Becher steht, beschissenster Angestellter der Welt. Oh, der zweitbeschissenste Angestellte der Welt. Hey, die Mittagsruhe ist zu Ende. Ich mach keine Mittagsruhe. Ich hab mir das Kreuz ausgerenkt. Mein Gott, alles in... Warum denn? Es hat sich verklemmt, als ich zur Mittagsruhe in ihr Bett gestiegen bin. Das wird schon wieder ganz ruhig bleiben. Alan, komm mal hier rauf. Warum rufen Sie denn Zippy? Er ist Chiropraktiker, er hilft Ihnen. Ernst auf, es tut so weh, wenn ich lachen muss. Ist Ihnen das schon mal passiert? Nur ein einziges Mal bei einer Biker-Rally in Sturgis. Ich habe mit einer Gruppe Rocker LSD geschluckt und wir haben uns nackt ausgezogen. Alan!
Was ist denn los? Ist was passiert? Ja, Bertha hat sich den Rücken verrenkt. Oh nein, was machen wir denn da? Ich habe einen Chiropraktiker gerufen. Sehr gut. An mich? Oh, na sowas. Dann sehen wir mal nach. Wo tut's denn weh? In meinen Ohren, wenn ich mir Ihre dämlichen Fragen anhören muss. Bleiben Sie höflich, Alan ist Arzt. Ja, ja, haha. Aber ich kann Ihnen helfen. Obwohl ich von Rechts wegen nicht mehr behandeln darf, seit meine Praxis geschlossen ist. Aber die Rücken sind ja dieselben geblieben, seitdem mir meine Zulassung entzogen wurde. Sie können sich gar nicht mehr bewegen. Bei jeder Bewegung wird's noch schlimmer. Oh, klassischer Fall von Rückenspasmus. Am besten hilft Bettruhe und Eis. Aber sehen wir zur Sicherheit, ob Ihr Rücken justiert werden muss. Wenn Sie mich anfassen, sind Sie tot. Auch Ihr Benehmen sollte vielleicht justiert werden. Ich rufe dann eben meinen Arzt an, der soll einen Blick drauf werfen. Ach, Schulmedizin, er verschreibt bestimmt Schmerzmittel. Anrufen. Ja, mach ich. Und bis dahin ruhen Sie sich hier aus. Ich schlafe dann heute im Gästezimmer. Wieso? Ich habe zwar einen kaputten Rücken, aber vorn bin ich noch ganz in Ordnung. Machen wir eine Wiederholung von Sturges. Morgen. Hi. Hey, warst du letzte Nacht alleine? Ja, warum? Weil ich von 23.15 Uhr bis 23.20 Uhr ständig hörte, oh ja, du weißt, was der die geil findet. Oh, stimmt, die Wand ist ziemlich dünn zwischen meinem Zimmer und dem Gästezimmer und ich habe ferngesehen. Dann wurde die Sendung um 2:30 und um 4:15 wiederholt. So was Verrücktes. Kann ich dich was fragen? Mhm. Was stimmt nicht mit Daddy? Daddy ist einsam, ja? Also lass es. Das Gleiche wollte ich dir auch eben sagen. Was machst du da? Ich habe einen Hausarbeitsrat entworfen und angefertigt, da Wörter gerade lahmgelegt ist. Was ist denn ein Hausarbeitsrat? Auf diesem Rat stehen außen verschiedene Hausarbeiten und innen Namen. Diese Idee habe ich von meinem Bruder Charlie, der hatte einen Notenrat. Der einzige Name darauf ist Walden. Ah, weil der Entwurf des Hausarbeitsrats meine Aufgabe war. Und deine erste Aufgabe ist Alans Zimmer putzen. Das wird hart nach den Vorfällen der letzten Nacht. Wie wär's denn, wenn Daddy es macht? Oh, da hat jemand mein Versteck gefunden. War nicht so schwer. Es war alles in dem Kästchen, wo drauf steht, kein Pott. Wie clever. Ich wollte nicht, dass jemand meinen Pott findet. Ich habe eigentlich draufschreiben wollen, in diesem Kästchen sind giftige Springkäfer. Aber dann habe ich mir gedacht, auf dem Stift steht Zauberstift. Was ist, wenn es wirklich ein Zauberstift ist und mein Pott in giftige Springkäfer verwandelt? Da war ich wirklich high. Also ich halte Muskelrelaxantien mit Marihuana für keine so gute Idee. Ach, die Pillen sind schon lange weg. Was? Sie hatten genug für 2 Wochen. Oder genug für eine super Nacht. Oh, Speck, wie schön. So was, Jungs, ihr sorgt so gut für mich. Weil sie so gut für uns sorgen. Nur weil ich euch so gern hab, Jungs. Dich hab ich noch lieber. Wie geht's dir im Rücken? Eigentlich schon viel besser. Ich glaube, ich kann wieder mit der Arbeit anfangen. Wirklich? Dann können Sie aufstehen? Aber natürlich. Stehe ich vorm Bett? Nein. Verdammt. Aber jetzt, oder? Sieht super aus, ja? Ich hab's doch gesagt. Hey, Speck! Warum haben die Dinger Fenster? Ich muss doch nicht reinsehen. Ich vertraue Ihnen, dass Sie waschen und trocknen. Wenn ich so drüber nachdenke, viele Haushaltsgeräte haben Fenster. Herde, Mikrowellen. Warte mal, beobachten wir die oder beobachten die uns? Hast du eine kleine Tüte geraucht mit Bertha? Nicht vor dem Trockner. Hey, für wie alt hältst du Bertha überhaupt? Ich kenne nicht mal ihren Nachnamen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Sie hat's im Kreuz. Es wird eine Weile dauern, bis sie wieder auf die Beine kommt. Der Job ist vielleicht auf die Dauer zu viel für sie. Meinst du? Ja, keine Ahnung. Sie wird ja auch nicht jünger und der Job ist arbeitsintensiv. Und warum um alles in der Welt trägst du Übergrößen für Knaben? Okay, es gibt auch Leute, die trimmen die Hecke, damit ihr Baum größer wirkt.
Und ich sage, stell den Baum in einen kleineren Garten. Aber wenn die Polizei mal das Haus durchsucht und findet Schubladen voller Knabenunterwäsche, wirft das kein besonders gutes Bild auf uns alle. Eine Schublade voller Pott auch nicht. Deshalb habe ich ja kein Pott draufgeschrieben. Also, willst du Bertha etwa kündigen? Keine Ahnung. Jeder wird irgendwann mal langsamer. Na, vielleicht hast du recht. Womöglich wird's Zeit, dem alten Mädchen das Gnadenbrot zu geben, sie auf die Weide einer Haushälterinnenfarm zu stellen. Ich fürchte, sie wäre nicht erfreut, wenn wir es ihr so beibringen. Wieso denn? So eine Farm ist wie das Schlaraffenland. Sie kann mit vielen anderen Haushälterinnen raus auf die Weide rennen. Es gibt Spültücher und Weichspülerflaschen, soweit das Auge reicht. Und das einzige Geschirr in der Spüle ist aus Schokolade. Ich glaube, ich bin auch stoned. Schon mal was von einer Mitbewohnerfarm gehört? Bertha, wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Chuck Norris. Brathähnchen, Käsekuchen und Bier. Dasselbe hat sich mein erster Mann als Henkers Mahlzeit vor seinem Tod gewünscht. Sterb ich jetzt? Na, seien Sie nicht albern. Mögen Sie das Farmleben? Was? Na, er will, glaube ich, damit sagen, haben Sie schon mal dran gedacht, die Klobürste an den Nagel zu hängen? Die alte Weste auf dem Dachboden zu lagern? Oh mein Gott, Sie entlassen mich. Ich würde Sie doch niemals entlassen. Ich rede vom Ruhestand. Sie sollen sich ausruhen, sich zurücklehnen, jeden Tag Pott rauchen. Das tue ich doch jetzt schon. Und für den Ruhestand fehlt mir das Geld. Was ist mit der Altersvorsorge, die ich für Sie bezahlt habe? Ich sag Ihnen, was damit passiert ist. Das Leben. Sie brauchen ein neues Dach über dem Kopf, Ihr Enkel eine neue Zahnspange, das Drogenlabor Ihrer Tochter fliegt in die Luft. Was haben Sie denn vorgehabt, bis an Ihr Lebensende zu arbeiten? Nein, ich habe mir eine Villa zulegen wollen in der Toskana. Dann dachte ich, nein, ich will lieber hierbleiben und wasch die Schleifspuren aus Sippis Unterhosen raus. Wie wär's, wenn Sie genauso viel verdienen würden wie jetzt und nie wieder arbeiten müssten? Ein letzter Job, finde ich gut. Muss ich fahren oder schießen? Nein, Sie setzen sich zur Ruhe und ich bezahle Sie bis an Ihr Lebensende. Sie würden mir was fürs Nichtstun zahlen? Ja, ich nenne es die Alan Harper-Rente. Wieso denn das auf einmal? Wir machen uns Sorgen um Sie. Das ist ein harter Job, besonders für eine Frau in Ihrem Alter. Was? Er sagt, es ist schwer für eine Frau in Ihrem Alter, so einen Job. Ich höre noch gut. Diese Arbeit fällt mir nicht schwer. Echt? Weil Sie haben sich im Grunde nur nach vorne gebeugt und liegen seit 2 Tagen im Bett? Dann wollen Sie mich also behandeln wie irgendeinen armseligen Pflegefall, den Sie mit Geld abspeisen? Niemand behauptet, Sie wären ein Pflegefall. Obwohl ich dagegen froh wäre, wenn ich Waldens Pflegefall wäre. Ich wollte Ihnen nur was Gutes tun. Mit einem Almosen, ist das Ihr Ernst? Im Gegensatz zu Ihnen habe ich mir jeden Cent hart erarbeitet. Wie bitte? Sie sind wegen einer Idee reich geworden. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, für sein Auskommen zu arbeiten. Also ich werde mich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass ich erfolgreich bin. Nein, wirst du nicht, mein Freund. Klappe! Für sein Auskommen arbeiten? Sie haben sich den Rücken verrenkt, als Sie ein Schläfchen machen wollten. Wissen Sie was? Diesen Schwachsinn mache ich nicht noch länger mit. Dann sind wir schon zu zweit. Gut, ich kündige hiermit. Oh nein, wo finde ich denn jetzt jemanden, der von meinem Tellerchen isst, in meinem Bettchen schläft und mir mein Pottchen wegraucht? Also, ich... Halt die Klappe! Und was sagst du? Habe ich recht gehabt? Oh ja, Helen ist super. Nur verstehe ich nicht, warum wir nicht wenigstens eine oben ohne Putze ausprobiert haben. Oder 4. Jetzt vergiss mal die oben ohne Putzen. Ich kann die oben ohne Putze nicht vergessen, wegen des Videos. Ich werde das Einzige in Ihrem Haus sein, was schmutzig ist. Kommt Abendessen, Jungs. Oh, Helen, Ihre Limonade ist köstlich. Nur weil ich eine geheime Zutat reingemixt habe. Ach wirklich, was denn? Liebe. Oh. Und ein halbes Kilo Zucker. Hey, fehlt dir Bertha immer noch? Bertha Wehr? Hey, vielleicht ist das Ihr Nachname. Wehr. Vielleicht auch. Wer interessiert sich dafür? Oh mein Gott, sieh dir das an. Und zum Nachtisch ist es wie zur Kinderzeit bei Muttern. Ihr dürft dann Apfelkuchen futtern. Hören Sie auf, uns zu verführen. Ich weigere mich. Das will ich hoffen.
Das Einzige, was Bertha mit einem Apfel gemacht hat, war eine Bong. Die war ja bestimmt zum Schießen, was? Lasst es euch schmecken, Jungs. Oh, nein, 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 Sie müssen mit uns essen. Oh, vielen Dank. Was für eine Freude. Oh, das Einzige, was noch süßer ist als eure Manieren, sind meine flambierten Pfirsiche. Spoiler-Alarm, morgen Abend. Tja, ich bin Feuer und Flamme für Ihre flambierten Pfirsiche. Das werde ich nachher auf einem Kopfkissen stecken. Oh, darf ich vielleicht ein Tischgebet sprechen? Oh, ja klar, nur zu. Ja, muss ich das ungesegnete Biskuit ausspucken? Gütiger Herr, wir danken dir für die Nahrung, die wir von dir empfangen werden und all die anderen wohltätigen Gaben, mit denen du uns überhäufst. Und wir bitten dich demütig, dass du Alan und Walden dabei behilflich bist, auf den Weg der Tugend zurückzufinden. Und weise ihnen den Weg hinaus aus ihrer sündhaften homosexuellen Lebensführung. Lass ihre Seelen brennen im flammenden Pfuhl der Hölle bis in alle Ewigkeit zusammen mit allen anderen Sodomiten. Amen. Kriege ich noch Süßkartoffeln? Aber natürlich. Ist sie? Was denn? Sie denkt sowieso, wir flambieren uns die Pfirsiche. Ich räume das Geschirr weg, wenn Sie fertig sind. Lassen Sie nur. Oh, danke, Colleen. Kein Problem. Ich beziehe nur die Betten. Ich will dir ja nicht die Überraschung verderben, aber sie hat ein kleines Tütchen mit Pralinen für die Kissen. Sie ist umwerfend, ich geb's zu. Stimmt, ich meine, sie kocht gut, sie ist pünktlich. Sie akzeptiert unsere Lebensführung. An unserer Lebensführung gibt es nichts zu akzeptieren. Aber wenn sich das irgendwann ändern sollte, verlieren wir nicht die gute Haushälterin. Das ist nicht meins. Oh, vielleicht das von Colleen. Colleen? Oh, um Gottes Willen, stell das aus. Oh Gott. Was? Sieh einer an. Okay, bestimmt gibt's eine logische Erklärung dafür. Ich meine, sie ist eine alleinstehende Frau und braucht das Ding vielleicht nur, um sich zu schützen. Und wofür ist der hier? Sie hat zwei Kanonen? Ich zähle vier. Und etwas, das wie ein Dolch aussieht. Hey, die entlässt jetzt aber du. Hat mein Handy geklingelt? Alan würde Ihnen gern was sagen. Ich glaube, ich habe eine Kissenpraline in meinem Knabenhöschen. Unsere letzte Haushälterin hat für uns geputzt und ab und zu für uns gekocht. Wären Sie damit einverstanden? Klar, und was soll ich für Sie kochen? Oh, ich weiß auch nicht. Zum Frühstück esse ich am liebsten Pfannkuchen. Natürlich, Pfannkuchen. Wie bitte? Sie sehen eine afroamerikanische Frau und denken sofort, wie wär's denn, wenn die Negermami uns ein paar Teigfladen über dem Feuer brät? Oh, nicht doch, nicht doch. Muss ich mir ein Bandana umbinden oder sehen Sie mich lieber in einem Baströckchen? Oh, tut mir furchtbar leid. Wir mögen einfach nur Pfannkuchen, aber ja, wir würden uns auch mit Waffeln zufrieden geben, oder? Ja, Waffeln. Oder? Schokoladenwaffeln wahrscheinlich. Wissen Sie was? Vergessen wir einfach das Frühstück. Ich würde auch nur Kaffee trinken. Wie wollen Sie den Kaffee? Ich will lieber Tee. Käme es für Sie in Frage, Wäsche zu waschen? Klar. Ich nehme an, Sie wollen, dass ich die weiße und die farbige separat wasche. Sie wissen doch wohl, dass Sie sich hier um eine Stelle als Haushälterin bewerben. Ach, jetzt weiß ich nicht mal mehr, was ich hier will. Da bin ich mir nicht sicher, ob Sie es wissen. Was? Okay, jetzt. Jetzt beruhigen wir uns mal. Ach, jetzt soll ich mich beruhigen, nur weil bei mir eine Schizophrenie diagnostiziert wurde? Was sind das hier für Idioten, Donny? Okay, dann wissen wir, glaube ich, was wir wissen wollen. Mhm. Wir melden uns. Schön. Wenn Sie Referenzen brauchen, sagen Sie es nur.
Ihr Haus ist wirklich wundervoll. Und Donny, kommst du jetzt? Nein, nein, ich hab's mir überlegt. Ich rede nicht mit Bertha. Selber schuld. Du wolltest keine oben ohne Putze zum Betten machen und jetzt musst du's auslöffeln. Ich werde mich aber nicht bei ihr entschuldigen. Musst du auch nicht. Sie hat gesagt, wenn du dir die Mühe machst, zu ihr zu kommen, wird sie sich gern bei dir entschuldigen. Sibi sagt, sie wollen sich bei mir entschuldigen. Klappt doch. Dürfen wir reinkommen? Nein, viel zu viel Unordnung. Ich war gemein zu meiner Putze, deshalb hat sie gekündigt. Okay, das reicht. Ich bin weg. Ach komm schon, Walden. Ist es so schwer, sich zu entschuldigen? Allerdings, wenn man sich für gar nichts entschuldigen muss. Sind Sie so ahnungslos? Sie haben meine Gefühle verletzt. Sie haben meine Gefühle verletzt und Sie haben mir meinen Pott weggeraucht. Deshalb habe ich es nicht mal geschafft, meine Gefühle zu fühlen. Okay, okay, reden ist gut. Wie wär's, wenn wir jetzt eine Gemeinsamkeit finden? Sie sind ein Idiot. Einverstanden. Hören Sie, ich hab Ihnen helfen wollen, weil Sie mir sehr wichtig sind. Und nicht, weil ich Sie als Pflegefall ansehe. Tut mir leid, wenn ich den falschen Eindruck erweckt habe. Ich habe überreagiert, tut mir leid. Außerdem war ich so high, dass ich dachte, Sie wären ein sprechender Drache. Der Stoff ist echt gut. Den gleichen Stoff schenke ich meinen Enkeln immer zu Weihnachten. Verrückt, weil der Dealer mit Vornamen Jesus heißt. Was sagen Sie? Kommen Sie zurück? Weiß nicht. Sie haben vielleicht recht. Vielleicht schaffe ich nicht mehr alles, was ich früher noch konnte. Das kriegen wir schon hin, oder? Oh, aber klar doch. Wir machen, was nötig ist. Deal? Deal. Kommen Sie rein, ich mache Ihnen einen Kaffee. Das war nicht witzig. Immer noch nicht witzig. Schön, dass Sie wieder da sind. Finde ich auch. Und dass Sie mir eine Hilfe besorgt haben, finde ich super. Das war das Mindeste. Und ich muss zugeben, Alan hatte recht mit seiner oben ohne Putze. Oh, ja. Wäsche, die nicht im Korb ist, wird auch nicht gewaschen.